Jetzt ein bisschen was erzählen über lokale Resilienz und glückliche Genügsamkeit. Was wir zu einem zufriedenen Überleben brauchen und wenn ja, woher und wie überhaupt. So, ich gebe jetzt den Bildschirm frei für Tim. Ja, hallo, guten Morgen auch von mir. Lokale Resilienz und glückliche Genügsamkeit, will ich euch was drüber erzählen. Ich fange an mit einer kleinen Übersicht. Einmal, was so mein Hintergrund ist, wo ich herkomme und warum ich auf dieses Thema komme. Dann definiere ich einmal so ein bisschen die Begriffe Resilienz und glückliche Genügsamkeit. Was meine ich damit und warum gehört das für mich zusammen? Dann komme ich zu dem Aspekt des Lokalen. Warum lokal? Warum ist das wichtig? Und zum Subsidiaritätsprinzip in einer speziellen Anwendung. Und dann gibt es zwei Beispiele aus der Architektur und die Stadt als Gemeinschaft als zweites Beispiel. Und zum Schluss komme ich dann noch einmal darauf, warum es auch nicht nur alles lokal ist, sondern wir auch noch eine andere Ebene haben, die ganz wichtig ist dabei. Also zu mir, ich bin schon immer gerne draußen und habe mir nie abgewöhnt, in Bäume zu klettern. Und habe schon immer irgendwie eine hohe Verbundenheit, ein hohes Verbundenheitsgefühl mit der Natur. Und für mich ist es schon lange so ein Gefühl ein klares Bewusstsein dafür, dass das unsere Lebensgrundlagen sind. Und deshalb beschäftige ich mich halt mit ökologischen Themen viel und habe auch in der Richtung mir meine Tätigkeiten gesucht. Ich finde Naturmaterialien total toll, damit zu arbeiten, und gestalte gerne und mag das Handwerk und habe dann irgendwann eine Schreinerlehre gemacht, Massivholzmöbelbau gelernt und dann danach Architektur studiert, das mache ich auch immer noch und beschäftige mich da eben auch mit diesen Themen oder diesen Fragestellungen. Warum dieses Thema? So ein bisschen habe ich es jetzt schon genannt. Die Umweltthemen interessieren mich halt schon länger. Und auch gesellschaftliche Aspekte. Das ist ja nicht zu trennen, so. Und wir leben von allen möglichen Dingen, die alle aus der Natur kommen und eben unsere Lebensgrundlagen sind. Und da gibt es halt die Schwierigkeit, wie wir alle wissen, dass wir da ganz schön viel kaputt machen. Und daraus ergibt sich natürlich die Frage, wie können wir das verändern? Und zu dem zweiten Punkt, kooperativ und solidarisch und nicht individualistisch, da geht es halt um das Miteinander. Und das ist auch an vielen Stellen nicht so, wie es eigentlich wünschenswert wäre. Und der Mensch ist ein soziales Wesen und lebt auch voneinander sozusagen. Und ist angewiesen auf Kooperation und da müssen wir wieder stärker hin. Energie und Ressourcen ist das nächste große Thema, die wir irgendwie innerhalb dieser planetaren Grenzen kriegen müssen. Und das alles ist natürlich viel zu viel, um das irgendwie sowohl zu viel für mich, als dass ich das irgendwie alles beantworten könnte, als auch für so einen Vortrag. Aber das ist so ein bisschen die Motivation, wo das herkommt. Und in dem Vortrag will ich ein bisschen einen Ansatz versuchen in der Richtung. Zu den Begriffen lokale Resilienz als erstes. Die Resilienz, das kennen bestimmt viele schon, weil das sehr hohe Verbreitung gefunden hat. In den letzten 10, 15 bis 20 Jahren ist der Begriff so wie das
das nachhaltig zu einem Buzzword geworden und wird in allen möglichen Bereichen eingesetzt. Eigentlich kommt es aus der Psychologie und meint die Widerstandsfähigkeit gegen Krisen, also da eben gegen psychische Krisen, wie gut man da wieder hervorgeht aus so einer Krise. Und im Kontext der Ökologie wird der Begriff eben auch viel eingesetzt, und die lokale Resilienz, damit meine ich eben, wie eine lokale Gemeinschaft oder ein Ort, eine Stadt aus einer Krise wieder hervorgehen kann oder wie gut sie daraus wieder hervorgehen kann. Und die Krisenfestigkeit einer Region eben aufgrund von ökologischen Extremereignissen. Also jetzt hier als Beispiel, was passiert, wenn große Teile der Versorgung oder wichtige Teile der Versorgung ausfallen oder gestört sind, wie Lebensmittelversorgung oder Wasserversorgung und so weiter. Und was passiert, wenn Extremwetter kommen, die ja häufiger werden, da können wir mit rechnen. Und wie kann man da mit umgehen? Und Lösungsansätze, da gehe ich später noch genauer drauf ein, sind Vielfalt und der letzte Punkt soziale Beziehungen. Das sind so ein bisschen die Schlüsselbegriffe, die immer wieder auftauchen in verschiedensten Punkten. Und die glückliche Genügsamkeit, zu der ich gleich nochmal genauer komme oder im Einzelnen komme, die hängt auch immer mit da drin mit zusammen. Eigenbetrieb, Selbstversorgung, geringe technische Komplexität, das sind Werkzeuge im Prinzip, wie man die Resilienz erreichen kann. Und die Einbindung und interne Vernetzung, das ist im Prinzip dass die sozialen Beziehungen und die interne Vernetzung, das ist im Prinzip ein ähnlicher Punkt. Die glückliche Genügsamkeit, gibt es auch ein Buzzword zu, wie die Resilienz, das ist die Suffizienz, also genügen, ausreichen. Und das ist eigentlich ein sehr selbsterklärender Begriff und meint, dass man zu einer größeren Einfachheit findet und mit weniger zufrieden ist, nicht so viele Dinge anhäuft, mehr Fokus auf den Genuss legt oder auf Müßiggang legt, auf Langsamkeit und darin eben, das ist der Teil, der glückliche Teil, darin eben einen Mehrwert entdeckt, dass man eben nicht weniger sich das Leben vollknallt mit allen möglichen Dingen, die man glaubt, tun zu müssen oder tun will oder konsumieren will und so weiter. Deshalb habe ich da jetzt mit reingeschrieben, Freiheit vom Überfluss und Zeit, Ruhe als Gewinn durch die glückliche Genügsamkeit. Dazu eine kleine Geschichte, Zusammenfassung einer Geschichte, die das ganz gut illustriert. Und zwar die Anekdote zur Senkung der Arbeitsmoral von Heinrich Böll. Vielleicht kennt der eine oder die andere das. Das ist eine ganz kurze Geschichte, aber ist trotzdem zu lang jetzt für den Vortrag, deswegen fasse ich sie kurz zusammen oder anhand dieser Bilder. Spielt in einem Fischerdorf, also einem Touristenort, und ein Tourist läuft durch den Hafen und sieht einen Fischer, der friedlich in seinem Bötchen döst, und dann macht er ein Foto davon und macht noch eins und klick und klick, und dann wird der Fischer wach. Dann fangen sie an, sich zu unterhalten, und der Tourist sagt, das Wetter ist ja super, sie werden heute bestimmt einen großartigen Fang haben. Und der Fischer ist so ein bisschen wortkarg am Anfang und sagt erstmal, verneint immer alles und brummt nur so vor sich hin, und der Tourist sagt, ja, aber es ist doch super Wetter und sind sie denn krank und so, und fängt an, sich Sorgen zu machen, und der Fischer sagt immer nö. Und dann irgendwann beantwortet er die Frage und sagt, ich war schon draußen und ich habe einen guten Fang gehabt, ist alles gut. So. Und dann fängt der Tourist an, in seinem Eifer und auch, weil er freundlich sein will, zu sagen, naja, fahren Sie doch nochmal raus, dann könnten Sie
nochmal was fangen und vielleicht können sie sogar ein drittes Mal rausfahren und dann, wenn sie das jeden Tag machen, dann können sie irgendwann eine Marinadenfabrik auch, aufmachen und dann einen zweiten Kutter kaufen und so weiter. Und dann, das ist das Bild hier oben rechts, das ist die Vorstellung des Touristen, wie der Fischer immer umtriebiger wird und immer mehr produziert und dann irgendwann eine Marinadenfabrik und ein Restaurant aufmacht und so weiter. Und der Fischer sagt jedes Mal, wenn dem Touristen was Neues einfällt, und was ist dann? Und was ist dann? Und irgendwann kommt der Tourist an so einen Punkt, wo er nicht mehr weiß, wie er das jetzt noch steigern kann. Und dann sagt er, und dann könnten Sie ganz beruhigt hier im Hafen liegen und das stille Wasser genießen. Und dann sagt der Fischer, das mache ich doch schon jetzt. Und dann ist der Tourist ein bisschen wortlos und weiß nicht, was er sagen soll. Und hat die Lektion verstanden sozusagen. Und das finde ich eine ganz schöne Geschichte, die diesen Begriff der glücklichen Genügsamkeit sehr gut illustriert. Ja, jetzt komme ich zu dem Aspekt des Lokalen. Warum denn lokal? Strengt euch nicht an, diesen ganz kleinen Text zu lesen. Der ist nicht zum Lesen da, sondern nur um die Textmenge zu illustrieren. Es geht hier um die Grafik. Gleich kommt noch eine Folie, wo ich ein bisschen reingezoomt habe, wo man den Text lesen kann. Das Subsidiaritätsprinzip ist so das Prinzip in der Politik, die Dinge immer auf der kleinsten Ebene, kleinstmöglichen Ebene zu entscheiden. Also hier aus der Wikipedia, die Maxime, die eine größtmögliche Selbstbestimmung und Eigenverantwortung des Individuums, der Familie oder der Gemeinde anstrebt, soweit dies möglich und sinnvoll ist. Also Entscheidungen zu treffen auf der kleinstmöglichen Ebene, auf der, wo am wenigsten Menschen beteiligt sind und man diese Entscheidung treffen kann. Und dieses Prinzip, das stellt diese Grafik eben dar, kann man übertragen auf unsere Versorgung und Handel und Dienstleistungen und so weiter. Das hat die New Economics Foundation 2009 so ein bisschen beschrieben. Und diese Grafik ist aus dem Atlas der Globalisierung, das total schön illustriert, finde ich. Und da sieht man also deswegen die Textmenge auf der globalen Ebene ganz unten. Da steht fast nichts mehr. Da stehen nur noch drei Dinge. Mikrochips, Arzneimittel, Großflugzeuge, die man auf in so einem Kontext herstellt, weil man da eben dieses Maß der Zusammenarbeit braucht. Und ganz oben in den beiden oberen Ebenen, da steht ganz viel. Da stehen auch die wichtigen Dinge. Hier habe ich mal da reingezoomt. Und man kann, ich hoffe, ihr könnt es lesen, aber ich lese mal ein paar Punkte, pick ich mal raus. Grundnahrungsmittel steht hier auf der ersten Ebene. Bei den Dienstleistungen rechts, Schulen, Hausarzt und so weiter. Also da sind die Dinge, die elementar sind zum Leben, ohne die halt ein Überleben auch nicht geht, ohne Nahrungsmittel und so weiter. Und die kann man eben auf einer ganz lokalen Ebene produzieren und vertreiben. Und das ist eigentlich was, was ja total ist ein No-Brainer eigentlich, dass man das macht, dass man die Dinge da produziert und verbraucht, wo sie benötigt werden und sie nicht um die ganze Welt schickt. Und wir machen eigentlich heute das Gegenteil. Also ich gehe nochmal eins zurück. Wir machen eigentlich mit allen Waren mehr oder weniger das auf der untersten Ebene und schicken es um die ganze Welt oder zumindest über große Entfernungen. Natürlich produzieren wir auch viel lokal und verbrauchen es lokal, aber eben eine ganz große Menge ist völlig ohne Not sozusagen, wird sie um die ganze Welt geschifft. Und das führt eben zu großen Problemen. Das
Der Grund dafür ist euch allen klar, das sind die Transportkosten und auch die Arbeitskosten oder sozialen Kosten, mit sozialen Kosten meine ich Ausbeutung von Menschen, die eben nicht angemessen bezahlt werden in manchen Ländern, und dann können sich andere das leisten oder lohnt sich das, da Handel zu treiben. Und die ökologischen Kosten des Transports sind da auch nicht eingepreist. Ja, das bringt mich jetzt zu dem ersten Beispiel. Die lokale Resilienz und glückliche Genügsamkeit durch die Architektur und im Speziellen den Baustoff Lehm. Also das ist jetzt so ein bisschen mein Bereich, die Architektur und die Stadt, die als zweites Beispiel gleich kommt. Was hat das zu tun oder wie kann man da diese Dinge erreichen, die lokale Resilienz erreichen und die glückliche Genügsamkeit? Im Grunde geht es ja darum, oder das Ziel sind eigentlich diese Dinge, die ich gerade gezeigt habe, den Kontext der Produktion zu verändern, also die Dinge lokaler selbst zu produzieren, soweit möglich. Und da ist das Bauen eben ein Teil, den man total lokal organisieren kann. Und der Lehm ist dafür ein Paradebeispiel, weil der Lehm eigentlich überall vorkommt. Also ich springe jetzt ein bisschen hier zu dem Punkt da unten, die hohe Verfügbarkeit. Der Lehm ist eigentlich überall im Boden und den können wir meistens direkt verwenden, müssen vielleicht aufbereiten ein bisschen. Und das Gemeinsame, also ermöglicht sehr niederschwellig gemeinsames Bauen, das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, weil das eben diese soziale Komponente ist, dass der Lehm dazu geeignet ist, die Menschen durch den Bauprozess zusammenzubringen, weil das sehr einfach zu handhaben ist und man eigentlich nur ein, zwei Leute braucht auf einer kleinen bis mittelgroßen Baustelle, die da Ahnung haben und die andere anleiten können. Und dann ist er eben auch ökologisch hervorragend, also hat eine niedrige graue Energie, also das ist die Energiemenge, die in den Prozessen steckt, also im Transport von Baustoffen und in der Herstellung des Gebäudes, aber auch wenn ein Gebäude irgendwann abgebrochen wird oder repariert wird, die Energie, die da notwendig ist. Und da ist der Lehm eben sehr gut, weil er eben vor Ort ist und weil er sehr gut wieder zurückgeführt werden kann in die Natur, ohne es ist einfach Erde und es wird wieder zur Erde, es kann einfach wieder in die Landschaft geworfen werden sozusagen. Ja, jetzt kommen ein paar Bilder, die das so ein bisschen illustrieren sollen. Die Einfachheit des Baustoffs haben wir hier und das gemeinsame Bauen, weil es so ein einfacher Baustoff ist, gibt es verschiedenste Bauweisen. Und hier ist jetzt noch das Stroh dabei, das mit dem Lehm gemischt wird. Das wird ganz häufig gemacht. Und und dann kann man eben sehr einfache Bauweisen sich eine von vielen aussuchen und da ohne großes Fachwissen mit ein bisschen Anleitung mitbauen. Der Lehm hat ein bisschen das Problem sozusagen, das ist also so ein Imageproblem und das ist mit vielen Dingen so, also jetzt hier reingeschrieben, nicht erschrecken lassen von dem Scheinargument, deshalb in Anführungszeichen, etwas sei unmodern oder rückschrittig. Das ist meist nur Ablenkung von der miserablen Sozial- und Ökobilanz, in Anführungszeichen moderner Techniken oder Bautechniken und Lebensweisen. Also erlebe das häufig so als Reaktion, das können wir doch nicht machen, das ist doch total rückschrittig oder so. Das ist natürlich kein Argument per se, sondern häufig sind die Dinge, die so bezeichnet werden, die eigentlich fortschrittlicheren,
weil sie eben nicht so eine miserable Ökobilanz haben. Und da können wir gucken, was können wir davon anwenden, was macht da Sinn, so ohne diese Voreinstellung, das wäre doch rückschrittig. Und hier die Bilder habe ich jetzt reingenommen, auch um diesem BIM-Image so ein bisschen entgegenzuwirken. Man kann damit auch sehr modern bauen. Das ist jetzt ein Neubau von 2011. Dann, das kann ich eigentlich relativ schnell überspringen, die Folie, habe ich schon genannt, ist lokal verfügbar. Und das ist ein Beispiel hier mit diesen Schemaskizzen an der Seite, wie der Lehm aus der Baugrube verwendet wird und aufgeschichtet wird zu dem Gebäude. Das ist nicht immer und überall möglich, aber in vielen Fällen ist das so. Es gibt heute noch die Lehmgrube als Straßenname zur Lehmgrube oder so in vielen Orten, weil es das eben früher überall gab und das verwendet wurde. Ja, so viel zum Baustoff Lehm und zur Architektur. Jetzt komme ich zum zweiten Beispiel, der Stadt und ihrer Gemeinschaft. Ich habe vielleicht gerade, es ist ein bisschen zu kurz gekommen, warum das lokal resilient und diese Begriffe lokale Resilienz und glückliche Genügsamkeit passen zu dem Baustoff Lehm. Ich versuche es mal jetzt hier an dem Beispiel noch mitzunehmen. Also Vielfalt und Redundanz zu stärken, Eigenbetrieb, Selbstversorgung, das, also alle diese Punkte, die hier stehen, ich habe sie vorhin ja auch schon genannt, die stärken eigentlich diese lokale Gemeinschaft und die Selbstversorgung oder die Krisenfestigkeit der lokalen Gemeinschaft durch zum Beispiel die Selbstversorgung, also dass man unabhängiger ist von oder vielleicht sogar vollständig unabhängig von Lieferketten zum Beispiel. Und das ist ähnlich wie mit dem Baustoff Lehm, geht das natürlich damit einher, dass man auch bestimmte Dinge, und das ist die Genügsamkeit daran, bestimmte Dinge nicht mehr machen kann. Also wenn ich einen lokalen Anbau von Lebensmitteln habe und die über nicht so weite Strecken transportieren will, dann kann ich vielleicht, muss ich auf manche Dinge verzichten. Auf Erdbeeren im Winter ist so das klassische Beispiel. Und das heißt aber nicht, dass es mir schlechter geht, solange meine Grundbedürfnisse gedeckt sind. Das ist natürlich immer die wichtige Voraussetzung. Aber solange das gegeben ist, es ist eigentlich eine Steigerung des Glücksempfindens oder der Zufriedenheit aus meiner Sicht, weil die Dinge eben, weil man wieder zu einem größeren Genuss kommt und die Dinge mehr wertschätzen kann, wenn sie nicht ständig verfügbar sind. Jetzt bin ich ein bisschen hin und her gestolpert. Entschuldigung. Also hier rechts, das sind Beispiele der Stadtgemeinschaft, des gemeinsamen Tuns, Gemeinschaftsküchen, Vortragslernräume, Repair-Cafés, Hackspaces, Tauschläden. Also das ist einfach eine unvollständige Liste, die ich mal so gebrainstormt habe, was man so machen kann als lokale Gemeinschaft. Und das sind natürlich alles nur jetzt so erste Ideen, die nicht dieses Ideal erfüllen einer vollständigen oder soweit das eben möglich ist, lokalen Selbstversorgung, aber das geht in genau diese Richtung. Und das stärkt eben durch eine Zusammenarbeit der Menschen oder durch einen gemeinsamen Betrieb von Dingen, stärkt das auch die lokale Resilienz, weil man sich kennenlernt, Beziehungen entstehen und in einer Krisensituation oder auch wenn schon nur ein bisschen was falsch läuft, ist man viel näher aneinander und fragt sich um Hilfe oder hilft sich automatisch gegenseitig. Da gibt es ein paar Beispiele zu, die habe ich jetzt hier nicht mit reingenommen, aber
Das ist eigentlich auch selbsterklärend, dass das der Fall ist. Also die sozialen Beziehungen und die interne Vernetzung sind wichtige Punkte. Und der Eigenbetrieb, die Selbstversorgung, das sind die Werkzeuge im Prinzip. Oder eigentlich sind das alles Werkzeuge dazu, aber okay. Ich mache mal weiter. Weitere Punkte zur Stadt. Ich weiß nicht, ich habe jetzt ein bisschen verhaspelt gerade, aber das ist jetzt eigentlich ergänzend zu dem, was ich schon gesagt habe. Also es geht darum, gemeinsam Orte zu schaffen. Hier im Hintergrund, das ist der Prinzessinnengarten in Berlin, wo, ich weiß gar nicht, was die da alles machen, Urban Gardening und Vortragsräume und Workshops und so weiter. Und ich weiß nicht, ob sie auch noch eine Werkstatt haben. Aber das ist eins der Beispiele eines gemeinsam geschaffenen Ortes, einer Lernbaustelle habe ich hier mit drin, wo man irgendwie mitbauen kann und diesen Ort dann auch gemeinsam betreibt. Und da findet Austausch statt, da findet Reproduktionsarbeit statt. Da kann man sich helfen, Dinge zu reparieren. Also all die Themen, die jetzt auch in anderen Talks schon angesprochen wurden, das ist das, was die Stadtgemeinschaft, was die Stadtgemeinschaft zusammen hervorbringen kann und was die lokale Resilienz und die glückliche Genügsamkeit stärkt. Ja, und jetzt zum Schluss, nicht nur lokal, es ist ein ganz wichtiger Punkt, es geht auch darum, sich zu vernetzen. So, und dieses Internet ist schon seit einer Weile da und ist ein ganz großartiges Werkzeug dafür, dass wir trotz einer lokaleren Produktion oder auf der angemessenen Ebene sozusagen des räumlichen Kontextes die Dinge produzieren und betreiben und trotzdem aber mit anderen Regionen im Austausch stehen. Also nach dem Motto global denken, lokal handeln, auch global kommunizieren und das nutzen und die Erfahrungen und das Wissen tauschen und sich gegenseitig helfen, wenn an einem Ort irgendwie was im Argen ist und da ein Unwetter, eine Überschwemmung ist oder eine Dürre und Ernteausfälle, sich gegenseitig zu helfen und sich auch angucken zu können, wie sieht es denn an dem Ort aus, ohne irgendwie vielleicht direkt hin zu müssen und sich auch frei entscheiden zu können, wo will ich denn gerne leben. Also eine globale Vernetzung und ein Austausch der Erfahrungen ist ein ganz wesentlicher Teil. Und das haben wir durch die Vernetzung und Telekommunikation haben wir da super Werkzeuge für. Und es ist auch ein ganz wichtiges Werkzeug, um eine Bekanntheit zu fördern von kleinen Projekten. Das sind ja also diese Listen, die ich da auf der Seite hatte. Das sind ja alles eher Nischen bisher, solidarische Landwirtschaft, Foodsharing und alle die Share-Geschichten. Und also das sind alles alternative Projekte, die eher so in sozialen Blasen stattfinden. Und die brauchen natürlich Bekanntheit. Und auch da ist das Internet ein großartiges Werkzeug, diese Bekanntheit zu steigern. Deswegen stehen jetzt hier so Ideen am Schluss, wo man vielleicht, wir auch zusammen weiterdenken können. Wikipedia der Städte habe ich da reingeschrieben. So als Idee, eine Plattform zu schaffen, von der jeder weiß, wo die zu finden ist, wo man das Wissen zusammenträgt, das lokale Wissen des Ortes zusammenträgt und die Projekte sammelt und gucken kann, was gibt es denn in dieser Stadt, wo ich jetzt gerade zu Besuch bin oder wo ich jetzt hingezogen bin, was gibt es da für Projekte, also das einfacher zu finden. Das ist so der Gedanke dahinter, aber es ist jetzt einfach nur
so ein, ja, ein kleiner Gedanke, was das bedeuten könnte. Globales Grundeinkommen durch lokales Teilen, so als, ja, als zweite Idee, dass man Überschüsse, die man lokal produziert, eben verbraucht. Und wenn man sie selber nicht verbraucht, weil es Überschüsse sind, die mit den Gemeinschaften in der Nachbarschaft oder in der Region zu teilen, und wenn die das auch nicht brauchen, dann zu gucken, wo ist ein Bedarf. Und auch dafür ist natürlich so eine Vernetzung ein großartiges Werkzeug. Ja, und in der Richtung würde ich gerne weiterdenken, und vielleicht habt ihr Ideen, vielleicht habt ihr aber auch Fragen. Und dazu können wir jetzt gerne kommen. Ich habe leider vergessen, Kontakt auf die Folien zu schreiben. Ich habe meine Mailadresse, die steht auf der Seite des Talks, also im Programm steht meine Mailadresse, und da könnt ihr euch auch die Folien runterladen. Und da gibt es auch eine Mailingliste zum Thema, die ich eingerichtet habe für einen Austausch. Ja. Unmuted. Hallo? Okay, gut. Also nochmal vielen Dank, Tim. Ich war wohl nicht zu hören gerade. Vielen Dank für deinen sehr interessanten Vortrag. Ich würde sagen, wir haben hier schon im Pad eine Frage, aber was einen förmlich anspringt, wenn man dir zugehört hat, ist diesen Punkt, den Langsamkeit als Genuss und die Genügsamkeit als Genuss und die Zeit als Ruhe, Zeit und Ruhe als Gewinn zu sehen. Und ich glaube, das wollte ich noch mal kurz hervorheben, gerade in dieser Zeit, in der wir uns gerade befinden, wo wir, ja, der Lockdown wird ja auch sehr negativ immer wieder wahrgenommen und die Situation, in der man sich befindet. Ich glaube aber auch, dass man sich selber oft einen Gefallen tun kann, wenn man sich genau darauf besinnt, mal innezuhalten, mal kurz zu überlegen, die Zeit zu haben, zu überlegen, um sich auf genau diese Dinge zu besinnen und darin dann auch was Positives zu sehen und dem was abzugewinnen, weil wir können die Situation ja nicht ändern. Ja, also das mit dem Ändern, da will ich ein Fragezeichen hintermachen. Ja, bitte. Okay, ja, stimmt. Aber ja, also trotzdem ist es natürlich richtig, dass auch mir geht das total so, dass ich immer wieder in so ein Gefühl der Ohnmacht verfalle und das Gefühl habe, ich kann nichts ändern, weil man dann die eigenen Möglichkeiten da eben sehr begrenzt sind und wir das nur gemeinsam hinkriegen können. Aber ja, das mit der Ruhe und der Gelassenheit, das stimmt, das ist auch in der Hinsicht total, sind das total schöne Mittel, Hilfsmittel, ja. Ja, und natürlich auch, wie du gerade sagtest, können wir nur gemeinsam hinkriegen. Ja. Auch dieses Problem ist nur gemeinschaftlich zu lösen, wie auch quasi deine Ansätze ja in so eine gemeinschaftliche Idee reingehen. Ich habe hier eine Frage im Pad, also stellt gerne noch eure Fragen, schickt Anmerkungen für den Speaker. Das ist immer ganz schön, wenn man da ins Schwarze spricht, da noch ein bisschen Feedback zu bekommen von den Zuhörerinnen. Hier ist eine Frage. Was heißt Bauen mit Lehm für den Preis und gehen auch mehrstöckige Wohnhäuser, wie sie in Städten üblich sind? Ja, ja, mehrstöckige Wohnhäuser gehen absolut. Es gibt eine Stadt im Jemen, also eine sehr alte Stadt, weiß nicht, das Jahrhundert weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf, Shibam heißt diese Stadt mit SH. Da stehen 6, 7, 8, 9 stöckige Häuser und die stehen da seit 500 Jahren oder so. Die sind in Lehmbauweise gebaut. Also Mehrstöckigkeit ist nicht das Problem. Höher will man aus bestimmten Gründen eigentlich gar nicht bauen, weil dann die Energie explodiert, die man da aufwenden muss und auch eine soziale Komponente zu kurz kommt. Also dann findet keine Beziehung mehr statt zwischen Straße und Gebäude. So.
der Preis ist natürlich ein Punkt. Und ich habe jetzt vor kurzem noch eine Lehmbauarchitektin, Anna Heringer, die gehört, die das sehr schön umschrieben hat, die hat gesagt, dass in ärmeren Ländern ist es selbstverständlich, zum Beispiel auch mit Lehm zu bauen oder mit anderen Baustoffen, die ökologisch sind. Und da ist die ökologische Bauweise gleichzeitig immer die billigere. Also in den Ländern, die die Mittel eigentlich gar nicht haben, irgendwie hochtechnisiert zu bauen oder weniger haben, da ist die billigste Lösung immer die ökologische. Und bei uns ist es umgekehrt. Bei uns sind die Normen und Bauvorschriften so, dass und die Bauindustrie ist so strukturiert, dass die Werkstoffe, die ökologisch sind, das sind die teureren Lösungen, weil sie nicht in Masse produziert wurden. Und die unökologischen, wie Stahlbeton, was total viel Energie verschlingt, oder Styropor-Dämmungen und so weiter, das sind die billigen und die ständig gemacht werden. Ja, das ist ja an vielen Stellen so. Also Bio-Lebensmittel sind auch teurer. Und das ist eben das Problem der externalisierten Kosten, dass wir das nicht einpreisen. Mhm. Hier kam noch eine Anmerkung. Danke für den Input. Vielleicht werden da jetzt Lehmhäuser gebaut. Ich finde das auch einen ganz interessanten Punkt. Ich habe noch mal eine Frage. Du hast über Beispiele gesprochen zum besseren Krisenmanagement durch lokale Resilienz und hast das für die Stadt quasi als Beispiel den Prinzessingarten genannt. Hast du da noch mehr Beispiele, die du anführen könntest, gerade im Bereich Stadt? Ja, also das Erste, was mir einfällt, was ich ein total schönes Beispiel finde, ist die Planbude in Hamburg. Das ist deshalb so schön, weil die wirklich gemeinsam, also das war ein Bürgerbeteiligungsprozess, Bürgerinnenbeteiligungsprozess in, wie heißt das Viertel? In der Schanze, ich weiß es. St. Pauli, danke, genau. Ich war, ja. Ja. Genau. Und da haben die echte Bürgerinnenbeteiligung gemacht, indem die Menschen, die da in der Umgebung gewohnt haben, total viel so an die Hand bekommen haben an Dingen, um Ideen zu entwickeln, wie das Quartier, um das es da ging, was da alte Häuser sollten abgerissen werden. Irgendwie ein Investor aus Bayern, glaube ich, hat das gekauft. Und dann gab es total Gegenwehr und Protest. Und dann haben die das geschafft, da gemeinsam mit den Menschen, also mit den Laien, die nicht irgendwie in der Architekturwelt zu Hause sind, aber die es halt direkt betrifft, mit denen gemeinsam dieses Gelände zu gestalten. Und der Investor musste das dann auch umsetzen oder zumindest in Teilen. Ich glaube, das ist komplett sogar umgesetzt worden. Und das ist finde ich ein total schönes Beispiel für auch ja, ein größerer Maßstab als der Prinzessinnengarten. Aber ist auch nicht so richtig vergleichbar, weil es eben so ein Investorenprojekt ist und so weiter. Für ja eine Beteiligung und ein gemeinsames Entwickeln von Stadt. Mhm. Ein ähnliches Projekt gibt es in Schönau, glaube ich, heißt die Stadt, in der Nähe von Freiburg. Da sind Menschen, die haben auch zu tun mit denen da von der Planbude. Die machen was ganz Ähnliches da auf dem Areal, das gemeinsam zu beplanen mit den Anwohnerinnen. Ja, ist ganz interessant. Also es ist ein lustiger Zufall. Mit der Planbude hatte ich nichts zu tun, aber mit dem Vorläufer. Es gab quasi Park Fiction zuerst und dann das Projekt No Being Q, kein Bernhard-Noch-Quartier, was auch eine Nachbarschaftsinitiative war. Und da sollten ganz viele Häuser abgerissen werden. Und
oder hochmodernisiert werden. Da habe ich mittendrin gewohnt. Ach, und, ja, und da hat das angefangen mit diesen Planbuden, beziehungsweise quasi versucht, Bürgerbeteiligung zu schaffen. Ein Problem, was ich darin, was sich da abgezeichnet hat, auch ob das jetzt Park Fiction ist, der ja da um die Ecke ist, ne, dieser, wer den nicht kennt, das ist Hamburg-St. Pauli direkt neben der Hafenstraße am Wasser. So ein sehr schön anzusehender Park mit so künstlichen Hügeln und Metallpalmen und ja, Mosaiksteinchen und so. Das ist ja alles sehr hübsch da und auch das Wohnquartier quasi, was da jetzt aus No B&Q entstanden ist. Die Investoren wurden auch genötigt, gewisse Rahmenbedingungen einzuhalten und vor allem gab es einen städtebaulichen Vertrag mit der Stadt, damit die Altmieter nicht vertrieben wurden und dann da teure Mieten auf einmal entstanden sind. Was aber daraus resultiert, ist eine Art von Gentrifizierung. Drumrum. Also du, diese Teile werden ja dann immer, oder diese Bereiche in der Stadt werden dann für andere Investoren die Immobilien auf und da gehen die Mieten hoch. Und was hast du da irgendwelche Ideen, Gedanken dazu, die du vielleicht noch mit in die Runde werfen ja. willst? Ja, das ist natürlich ein total wichtiger Punkt. Aber das ist total schwierig, also weil also so das Thema der Gentrifizierung, also der Verbesserung oder Aufwertung eigentlich ja eines Viertels dadurch, dass da Menschen aktiv sind und schöne Dinge machen und dann Investoren kommen und da die Preise hochgehen oder vielleicht auch nicht nur Investoren, sondern einfach Menschen, die Mittel halt haben, dann da sich einzukaufen, weil es plötzlich attraktiv ist, das ist ein Problem unserer wirtschaftlichen Organisation. Also da muss man was anderes finden. Also ich habe da keine andere Antwort drauf, leider, als also na gut, vielleicht sowas wie das Mietshäuser-Syndikat, indem man Flächen oder vielleicht auch Areale dem Markt entzieht, aber das ist natürlich, da dann zu konkurrieren mit irgendwie total finanzstarken Menschen, da muss man erstmal eine große Gruppe hinkriegen, die jetzt da ein ganzes Areal dem Markt entzieht. Also das wären vielleicht so kleine, also so in so eine Richtung, aber eigentlich ist mein erster Gedanke dazu auch, wir brauchen Systemwechsel, um das zu beantworten. Ja, aber nichtsdestotrotz wollen wir das jetzt nicht so negativ hier stehen lassen. Das war ein ganz toller Input, finde ich. Ich finde, wir sollten uns da alle ein Beispiel dran nehmen und weiter in solche Richtungen denken und uns nicht abschrecken lassen von solchen Nebenwirkungen. Die werden irgendwann dann auch verschwinden, glaube ich, wenn wir alle so arbeiten und leben und sind. Ja, vielen Dank, Tim, für diesen tollen Vortrag, für das Gespräch. Gerne. Deine Folien kann man finden auf der Fahrplanseite. Dort findet ihr auch eine E-Mail-Adresse und ich nehme an, du beantwortest gerne auch noch Fragen oder Input irgendwelcher Art per E-Mail. Ich danke dir und danke auch für das schöne Event an alle Helfenden. Ja.